Liebe Leute, willkommen zu einem neuen Abenteuer, willkommen zu einem neuen Game, und zwar dem Game Ludus. Ja, ich habe das Spiel von den Cheesecake Devs bekommen, weil ich mich halt sehr, ihr wisst es, die meisten wissen es, sehr für die Antike und so weiter interessiere, für Gladiatoren, für Wikinger und so weiter und so fort. Und wir starten heute ein neues Spiel und gucken das Game einfach mal an. Wir müssen hier erstmal unseren Ludus gründen und erstmal hier das Symbol des Ludus natürlich auswählen, Leute. Ja, das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, wir nehmen was Krasses, und zwar hier Schild mit Drachen. Und der Name des Ludus ist natürlich Luzis Beast. Beastkämpfer. Und so starten wir auch in das Game rein. Das Game ist eine Ludus-Simulation, wer nicht weiß, was ein Ludus ist. Das ist ein Typi, also ich bin Chef und leite den Ludus, also ne, bilde Gladiatoren aus und halte halt ein paar Sklaven hier, ne? So, so sieht das ganze Ingame aus. Wir haben hier verschiedene Typen. Den Schiffsofficer, da können wir dann, da gehen wir später noch drauf ein. Das ist ein bisschen kompliziert am Anfang, finde ich. Wir haben rechts Aufgaben, also wie zum Beispiel holen Sie sich eine Architektin für die Arbeit, geh ins Bett. Ja, ist wohl nicht so eine schwierige Aufgabe, ne? Und ja, ich würde sagen, wir suchen als erstes unseren Architekten. Wir haben natürlich einen Onkel noch am Start, von dem wir den, das Ludus übernehmen. Unsere Ehefrau, die können wir, glaube ich, auch einfach arbeiten schicken. Holen wir mal 5 Kilo Wolle. Geh arbeiten, Mann. Ja. Und wir haben sogar einen Sohnemann, den können wir auch arbeiten schicken. Ich würde sagen, geh mal da arbeiten, wir brauchen Money. Und hier ist der Großvater. Ah, nee, von ihm nehmen wir da, glaube ich, den Ludus, oder? Nicht vom Onkel. Von ihm übernehmen wir dann den Ludus. Hier ist unser Gladiator, der gerade schläft. Ich sehe es schon, ihr seid alle sehr, sehr, sehr motiviert für mich zu kämpfen. Meine Güte, Alter. Und hier wäre der Architekt, den können wir einstellen. Wir können Hütten und Toiletten für die Gladiatoren bauen, wenn sie eine Gemeinde bauen. Ja, genau, müssen wir einen Architekten halt einstellen, um das zu machen. Akzeptieren! So, wir haben einen Architekten. Das war auch unsere erste Quest. Also am Anfang ist auch ziemlich viel Tutorial am Start, würde ich sagen, Leute. Und wir gehen jetzt Abfahrt ins Bett. Denn ich kann nicht nach 20 Uhr schlafen. Wie, du kannst nicht nach 20 Uhr schlafen? Müssen mich verarschen? Sie können Wasser drauf gießen, um den Gladiator zu wecken. Oh. Da sehe ich mich, Alter. Da sehe ich mich. Yeah. Yes, Alter. Das ist genau mein Ding, ne? Was soll das, Mann? Wieso schläfst du? Du bist mein Gladiator. Du sollst verdammt nochmal kämpfen. Ach, guck mal. Können wir auch mit dem... Was können wir eigentlich mit dem machen? Können wir jetzt alle Leute nass spritzen, oder was? Ja, geil, Alter. Und hinlegen kann man das auch, ja gut. Okay, ja, wir haben hier verschiedene Charaktere, Leute. Ich würde sagen, da noch nicht 20 Uhr ist in-game. Gehen wir mal zum Markt. Da können wir noch auch einige Sachen machen, die ich euch gerne zeigen möchte, bevor das Hauptspiel losgeht. Ich hoffe, wir sehen auch ein paar Kämpfe, ne? Hier ein Händler, ne? Man weiß, auf dem Marktplatz kann man natürlich handeln. Das ist alles natürlich selbsterklärend. Und hier haben wir natürlich noch einen Schmied und einen Farmer. Ach, hier kann man Kühe und so kaufen, oder was? Und den Schmied können wir anstellen. Den stellen wir mal an, den brauchen wir. Beim Schmied, da sehe ich mich, Leute. Da sehe ich mich. Einfach mal da rein, jetzt in die Masse. Da ist unsere Frau, die ist noch hart am Schuften für uns natürlich. Das machst du wunderbar. Ich hoffe, Kohle kommt rein. Ah. Hier ist ein Bandit. Oh, den können wir auch anstellen. Das ist noch auf Englisch teilweise. Okay. Also 90% des Spiels ist wahrscheinlich auf Deutsch. Der war jetzt gerade noch auf Englisch. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, ein Kamelhändler oder was? Sie können einen Mann einstellen, der für sie handelt. Ah ja. Oh, scheiße. Wo sind wir denn gelandet? Würfelspiele. Barkeeper-Mädchen, 120. Drücken Sie E für Smiley. Haben wir die jetzt gekauft oder was? Folge dem Mädchen. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Müssen wir jetzt... Also müssen wir jetzt... Ihr wisst schon. Müssen wir jetzt das tun, was Männer tun? Also ich meine... Ne? Ihr wisst, was ich meine? Ich weiß gar nicht erst aussprechen. Was ist denn hier los? Alter, was ist denn jetzt hier oben los? Jo, Mädels. Eine nach dem anderen, okay? Oh Leute, ey. Was für ein Spiel haben wir uns hier eingelassen, Mann? Ist ja geil, ey. Muss ich jetzt... Zieht die sich jetzt aus, oder was?
Das darf ich doch gar nicht auf YouTube schneiden. Falls ich jetzt hier einen Cut setze, liebe Leute. Das Bett hat gewackelt. Ja, da sehe ich mich natürlich. Gehen wir mal zurück, lieber zum Ludus. Eieiei, Mann. Ah, einen anstrengenden Tag natürlich mit ein paar Vergnügungen. Müssen wir natürlich jetzt auch mal schlafen gehen, ja? Ich glaube, beim Schlafen gehen speichert das Game, ne? Spiel speichert tatsächlich. So, neuer Tag beginnt, Quest abgeschlossen und wir haben neue Aufgaben zu bewältigen. Und zwar baue eine Scheune, Schwert kaufen und fangen Sie Fische mit einer Angelrute. So, als erstes überprüfen wir natürlich die Einnahmen hier. Nimm Geld, sie hat 50 verdient. Wir schicken sie fort mit 4 Eiern. Fangen an zu arbeiten. Spielkommandant. Oh, hier können wir Trainingszeugs kaufen. Und unsere Gladiatoren quasi verkaufen. Okay. Baue eine Scheune steht da aber noch, ne? Was brauchen die Scheune? 60 Holz. Wir haben 10 Holz. 3 Nägel. Alter, ist ja voll teuer. What the fuck? Das sind wir ja morgen noch beschäftigt. Wo kann ich Holz kaufen, bitte? Was ist mit dir? Fang an zu arbeiten. Raub Leute aus, Mann. Du hast für mich 14 Eisen. Kannst auch wieder direkt arbeiten gehen. Ja, Mann, das sehe ich mich ein bisschen. Anlagebetrag. Zur Arbeit schicken. Alter, Leute, da sehe ich mich, ne? Da sehe ich mich auch komplett. Dem Gladiator geht's gut. Ja, was müssen wir jetzt machen? Fische angeln, oder was? Sie können Gladiatoren in den Kerker schicken. Oh, ach du Scheiße, Alter, okay. Wenn die Gladiatoren, ich sag's euch, wie es ist, wenn die nicht hören, dann schicke ich die da rein, ne? Da gibt's keine Widerrede. So, was ist jetzt? Warten auf Fische, um Futter zu schlucken. Ja. Okay, wie lange dauert das? Oh, Baby, ja. Warte, jetzt müssen wir beim Symbol bleiben oder drüber? Ich glaube, beim Symbol bleiben, ne? Kann das sein? Ich bleibe mal beim Symbol, vielleicht klappt's. Drücke Leertaste. Hat das nicht geklappt oder was? Willst du mich verarschen? Okay, nochmal. Wahrscheinlich muss ich genau drauf bleiben. So quasi. Oh, H, F, R, G, Y. Habe ich ihn? Ja! Fangen Sie einen Fisch! Ja! Wir haben es zum ersten Mal geschafft, Mann! Yes! Wahrscheinlich beim ersten Mal, wir haben fast verkackt, ne? Okay, wir müssen noch ein Schwert kaufen und eine Scheune bauen. Oh, das sind aber mal... Also da würde ich sagen, Leute, das sind mal richtige Schwerter. Wie viel Geld haben wir noch? Ja, wir kaufen das Billige da. Alter, das Ding! Terrorsword, Alter! Ey, Legendary. Legendary, man. Oh mein Gott. Wir bauen ein bisschen Holz, dann können wir... Der hat auch... Ach, der war noch günstigere. Nee, gar nicht. Ist noch teurer, Alter. What the fuck. Okay, der Markt ist schon mal richtig geil. Und auch richtig einfach zu bedienen. Helme gibt's auch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, weil es dauert echt lang, ein bisschen Geld aufzutreiben. Ich weiß nicht, was das ist, wenn ich jetzt schlafen gehe, ob dann die Mission gescheitert ist. Ich probiere das einfach mal. Ich hoffe nicht. Ein Bettler kam und bat um Geld. Sie können nach dem Bettler was geben, wenn sie wollen. Wenn du willst, kannst du dem Bettler Geld stehlen. Ach komm, wegen 10. Ach, wir stehlen dem was, Alter. Wir haben den einfach Gold geklaut, ey. Ja gut, Leute, was haben wir hier noch? Der kann auch nicht arbeiten, weil wir keine Scheune haben. Was ist mit dir? Du hast... Was ist das denn? Gestohlener Gegenstand nehmen. Kannst direkt wieder weiterklauen gehen, Alter. Sag dir, wie es ist. Oh, shit. Ich habe gerade irgendwas gemacht, Leute. Ich war gerade bei einem Wetter und habe auf Gladiatoren gewettet. Alter, es geht hier so ein Fight los, Mann. Ich habe für die rechte Partei da, also die 5, die 4 Gladiatoren da gewettet, dass die gewinnen. Und habe 100 Gold eingesetzt, Mann. Und auf einmal kommt hier so ein freie Kamera. Oh, ich habe eine freie Kamera, Alter. Oh, wie geil. Oh, shit, Alter. Das richtige Metzel geht los, Mann. Zuschauer? Nee, komm, wir wollen schon nah sein, oder? Boah, Alter, in den Rücken rein, Mann. In den Rücken rein hier. Alter, wird hier gemetzelt, Mann. Bis kein Morgen mehr da ist, ey. Wahrscheinlich bis kein Morgen mehr da ist, oder? Oh, fuck, da tropft's aber raus, Alter. Einen haben wir schon gekillt. Ey, wir gewinnen das locker. Wir haben noch 4 Gladiatoren. Alter, guckt euch das an. Fuck, Chuck, bam, Alter. Ein Kick in die Wirbelsäule, Alter. Bam, ausgewählt. Ja, was, der weicht aus? Boah, scheiße, ey.
Geil, Mann. Yeah, Alter. Das war richtig cool. Geil. Cool. So kann man auch Geld verdienen, Leute. Kann man das normal machen? Ah, okay. Man kann das einmal pro Tag machen, Alter. Ich glaube, das machen wir jetzt auch jeden Tag. So, ich geh mal pennen. Scheiße, Alter. Mein Nacken, Junge. Oh, was stehen die da alle so faul rum, Alter? Willst du mich verarschen? Gib mir das Geld und geh arbeiten. Geh sofort wieder ran da. Hä? Die können die Milch mehr... Kann die nicht mehr, oder was? Nimm Geld. Die kann nicht mehr, oder was? Was ist das für einer? Ach, da holst du dein Eisen raus? Würde, das war schon? 10 Sekunden... Geil. Okay, 10 Sekunden arbeiten, das war schon, oder was? Gladiatorencode? Der Gladius Magnus hat uns gerade in die Wohnung geschissen, ey. Wisst mich komplett... Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Und die muss ich jetzt alle neu anstellen? Ihr könnt mich mal kreuzweise. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe gerade ein bisschen Eisen verkauft, Leute. Bitte. Ohne Scheiß, ne? Wenn du jetzt nicht gehst, dann... Dann weiß ich auch nicht, was hier euch geschieht. Zu wenig Material. Scheiße. So, wird Luzi YouTube es jetzt endlich schaffen können? Ich hoffe schon. Bam. Der baut mir jetzt eine... Wo zimmert das? Wait, stop. Wo gehst du hin? Wo baust du die hin, bitte? Wo baut denn er jetzt die Scheune hin? Ach, jetzt wird das Areal hier erweitert. Das ist ja sick. Also Leute, man sieht es am Anfang ein bisschen, ich sag jetzt mal, handeln, aber irgendwie macht das Spaß. Ich würde halt gerne mal meinen Gladiator endlich fighten lassen, aber bis mal, ey, ganz ehrlich, bis man mal eine Scheune hat, ist echt wieder ein Jahr vergangen, Alter. Und der baut jetzt auch noch 2 Stunden daran. Oh, cool. Ich habe meinem Gladiator gerade mal das Schwert noch gegeben, by the way, und der hat hier schon 2-mal hingekackt, würde ich sagen. Was sind das für Riesenkugeln, Alter? Oh, hat denn der gegessen, ey? By the way, man muss auch richtig drauf achten, oben ist eine Anzeige, da muss man auch essen, trinken und andere Güter einkaufen, man muss da echt drauf achten. Und wir haben tatsächlich unsere Quest erfüllt, das ist hier die Scheune. Weißt du noch nicht, für was das gut ist, wir haben auf jeden Fall neue Aufgaben erhalten. Schicke einen Gladiator in den Kerker, gewinne einen Sieg in der Arena, senden sie ein Schiff in andere Länder, um zu handeln. Das sind unsere aktuellen Aufgaben. Was ich auch gesehen habe, ist, heute ist ein Turnier. Und... Drücken Sie E, um mit dem Schild zu interagieren. Müssen wir jetzt fighten? Ich muss gegen 3 Stück kämpfen? Hä? Ich kann nur einen auswählen? Willst du mich verarschen? Dann sterbe ich doch Safe Call, oder nicht? Obwohl, ich habe eine gute Verteidigung, Mann. Ja, ich glaube, ja, machen wir das einfach mal. Ja, aber es ist doch voll ungerecht, ey. Was ist das denn, Mann? Unser einziger Gladiator? Gegen 3... Ah, ist immer One-on-One? Alter Magnus, du machst es, Mann. Für Luzi. Komm, mach ihn platt, Alter. Was hat der für eine Riesending? What the fuck, der Speer? Der kann am Eingang stehen und trifft. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Alter, mach ihn doch kaputt. Was machst du denn? Oh, critical, critical. Weich aus. Ach, weich doch aus, weich doch aus. Schlag, schlitz ihn tot. Ja, komm, noch ein Schlag, Mann. Komm, komm, komm. Nicht kein Damage mehr bekommen jetzt. Jetzt komm rein jetzt. Ich steche ihn doch ab. Oh mein Gott, geil, Alter. Was muss ich machen? Keine Ahnung, ich muss irgendeine Fähigkeit auswählen, glaube ich. Okay, der ist easy, Mann, der ist easy. Komm schon, Magnus. Schlitz ihn auf mit diesem wunderbaren, schönen, geilen Stahlschwert, Mann. Kick in die Nüsse. Und jetzt noch ein Schlitzer, Alter. Okay, kick in die... Ja, mach mal B. B ist Gesundheit. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Da sehe ich mich. Komm, Magnus, Magnus. Oh, Magnus, Alter, schlag doch zurück. Ja, nee. Bam, Alter, ins Knie. Bap, kick in die Fresse. Yes, Alter. Das sind die Gedärme. Was, die Beute erhalten? 400 Gold. Wow, Alter, Wasser... Rüstung. Magnus. Yeah, Magnus, Alter.
Du bist ein verdammt krasser Stecher, Junge. Ey, ohne Scheiß, bester Gladiator, EU-Westmann. Nicht ohne Grund heißt es Lucis Biestbude. Nee, Lucis Biestschule, wie habe ich das genannt? Lucis Biestkämpfer. Meine Güte, Alter, wie geil. Das gefällt mir, Alter. Das ist genau mein Ding, ne? Ihr wisst, also die meisten wissen, ich stehe auch total auf Antike, auf Gladiatoren, auf die Römer und so, ne? Und, ey, da, weißt du was, da sehe ich mich einfach. Da sehe ich mich. Ich gehe jetzt speichern, indem ich schlafen gehe. So. Okay, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Unser Onkel kann ja immer noch nicht arbeiten, weil er braucht einen Holzschuppen. Wir brauchen noch ein paar Hölzer brauchen wir dazu. Und wir müssen sowieso auf dem Markt und Wasser einkaufen. Denn sonst verdursten wir dann irgendwann, ne? Und unser Kämpfer muss ja gut versorgt werden. Wir haben hier Wein, Essenskorb, Wein, Wasserfass. Da würde ich denn doch gerne. Wie viel haben wir denn? Ja, ein bisschen Wasser einkaufen halt. Damit wir da ein bisschen ausgesorgt sind. Und wir bauen auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Wahrscheinlich Gold. Ein bisschen Holz. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, besser mehr als weniger. Und ja, jetzt bauen wir uns mal die Scheune auf. Mal gucken, wo uns der Architekt das hinklatscht. Oh, unser Sohnemann ist zurück. Hey, Sohnemann. 135, Mann. Geh weiter schuften, Mann. Sonst gibt's kein Essen heute. Ja. Ich sehe mich in dem Game, ne? Das ist so geil. So, joinen. Das haben wir ja schon. Wir brauchen den Holzschuppen. Den kann uns auch mal irgendwo hinklatschen. So, wir haben aber noch Missionen, ne? Aber das darf ich nicht vergessen. Gewinne einen Sieg, haben wir. Schicke einen Gladiator in den Kerker. Und schicken sie ein Schiff irgendwo hin. Ja, okay, das Schiff ist hier. Ich glaube, das können wir uns aber noch nicht leisten. Aber einen Gladiator in den Kerker schicken? Ich meine, ich würde ihn ungern bestrafen. Das ist eigentlich meistens so eine Bestrafung halt, ne? Im Kerker. Okay, wir haben ihn jetzt reingeschickt. Wann kommt er wieder zurück? Ich hoffe, er stirbt nicht, ne? Das ist unser bester Krieger. So, du baust da mal die Scheune hin. Wir wollen heute ein bisschen arbeiten, ne? Weißt du Bescheid? Und ich glaube, mit 600 Money, mit 600 Goldmünzen, hole ich mir tatsächlich noch ein bisschen Vorrat an Essen und so weiter, ne? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich will ja nicht untertreiben, wenn ich das sage, aber doch. Ein bisschen Wein natürlich zum Feiern. Ihr kennt ja die Orgien aus Rom damals. Die muss man natürlich tatkräftig unterstützen und das Essen. Es darf uns einfach an nichts fehlen. Dementsprechend kaufen wir noch ein bisschen Wasser, sogar noch ein bisschen hier. Zack, so, ja, gut, Abfahrt. Ich würde sagen, zum Abschluss des Tages sehen wir uns nochmal einen Kampf an zusammen. Wir wetten, wir gehen all in, okay? Wir gucken uns mal die Kämpfe dort an, was da stattfindet. Und gehen zusammen einfach mal all in, ey. Ja. So, wir haben hier eine Auswahl. Wir haben hier Krieger mit über 100 HP, Verteidigung 18, 16, 4, totale Kraft 18, 14, 13 und die haben 21, 27, 22 und 22. Ich würde sagen, dieses Team gewinnt ein bisschen safer, darum gehen wir jetzt all in. Wir wählen die. Und Abfahrt in die Arena, Alter. Oh mein Gott, Leute, ist das Game geil, Mann. Ohne Scheiß. Es sieht zwar billig aus, ne, von der Grafik her und so weiter, Leute. Aber lasst euch davon nicht täuschen, wenn euch sowas gefällt, ne. Ey, probiert's aus. Das macht ja Überbock. Zumindest der erste Eindruck, ne. Ich weiß nicht, wie es mit einer Dauermotivation aussieht. Aber bisher, ohne Scheiß, ganz geil. So, jetzt stech den ab da, Mann. Wait, die haben alle ein Schild? Wer ist wer? Egal, schlagt euch einfach die Rübe ein, Mann. Oh, 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 der hat gut Damage ge... Oh, fuck, wir verlieren, Alter, oder? Was geschieht hier? Stech zu! Einer ist dead. Friendly? Seid ihr friendly, oder was? Achso. Oh, wir haben schon gewonnen. Ich glaube, die waren nicht so friendly. Ja, jetzt haben wir ein bisschen unser Geld natürlich vervielfältigt. Das schmeckt natürlich. Oh, schick. Schick, schick. Oh, hier buggt es ein bisschen durch, Leute. Aber ich glaube, es ist noch Early Access, ne? Das habe ich jetzt gerade. What the fuck? Okay. Hier ist mal der Erleuchtete. Odin, mein Gott, ich komme. So. Nee, Spaß beiseite jetzt mal. Wir wollen natürlich unseren Herrn hier noch arbeiten schicken. So, das heißt, wir brauchen jetzt. Wir müssen jetzt theoretisch nie wieder Holz kaufen. Nie wieder Eisen kaufen. Oh, cool, Leute. Man kann jetzt auch wählen, in welche Richtung unser Gladiator geht. Mormillo, Schild und Schwert, ne, wie Krixus aus Spartacus. Die Majeros, zwei Dolche. Wir können Hoplomachus nehmen, Speer mit Schild.
Retiarius kann Netz und Speer verwenden oder Gallus, er kann schwere Waffen mit einem Hammer oder einer Axt verwenden. Ist zwei Dolche auch zwei Schwerter gemeint? Das wäre dann natürlich in Richtung Spartakus möglich. Wäre eigentlich auch ziemlich cool. Da ich aber eher auf Krieg so stehe, würde ich sagen, mach mal Momillo. Sie sollten einen Sack Weizen kaufen. Scheiße, ich habe jetzt Heu gekauft. Oh fuck, das war glaube ich falsch. Weizen und Heu ist nicht dasselbe, Mann. Luzi, das ist natürlich. Oh, wie kann man das denn nicht wissen, ja? Das ist ja echt peinlich, Mann. Oh Gott, bin ich durch, tut mir leid. Gut, ja, wir haben aber keinen. Haben wir Weizen? Hey, schieb mich nicht weg. Hier ist Weizen. Ich habe einen Sack gekauft. Bäcker, Brotmacher, wir haben einen Sack Weizen hier im Angebot. Bitte machen Sie uns Weizen, damit wir stinkreich werden und uns 20.000 Gladiatoren kaufen können und somit die beste Gladiatorenschule der ganzen Republik werden können, bitte. Dankeschön. So. Wer auch in die Gladiatorenschule von mir möchte, liebe Leute, Bewerbung bitte in die Kommentare. So. Linksklick, um zu verwenden. Die Produktion wird nach einem Tag abgeschlossen sein. Ah ja, 1 Kilo ist gleich 2 Brot. Weizen im Besitz. 16. Ja, dann, ja, okay, dann mach das mal. Wir brauchen nämlich unbedingt Geld. Wir müssen das Schiff hier noch kaufen. Nämlich so ein Schiff, Leute, kostet fucking 800. Neuer Tag, neues Glück. Wie geht's dem Bäcker? Hallo, Bäcker. 32 Brot hat er uns gemacht. Okay, mit diesen 32 Brot kann ich sie. Ach, warte mal, müssen uns also auch gar nicht mehr Essen kaufen. Ey, das ist ja übelst praktisch hier, ne, mit den Leuten. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr Leute anheuern. Das ist mega geil. Ich habe eine viel bessere Idee, Leute. Wir verkaufen jetzt unser Eisen. So 24 Stück verkaufen wir jetzt. Die Nägel nicht. Ein bisschen Holz verkaufen wir auch. Wir haben jetzt 1077 Gold. Und ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Wettspiele, oder? Und verdoppeln das, oder was? Ja gut, verdoppeln zwar nicht, aber. Okay, wo sind unsere? Sind das unsere ja, ne? Mormillo und Sperrtyp. Oh, der hat auch ein Schild schon. Der greift allein an. Dürfte vielleicht ein Fehler sein von ihm. Jetzt von hinten mit dem Speer rein. Ja, sehr schön. Wait, welche sind meine? Ich glaube, rechts die Sparte, ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht, Leute. Oh Gott. Okay. Okay. Oh nein, verlieren wir? Nee, oder? Haben wir jetzt verloren? Wir haben verloren. Ah, Leute, ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich jetzt alles mal verkauft habe, um wenigstens die Mission freizustellen, weil ich muss echt ein Boot haben. Sonst können wir hier nicht handeln. Wir können hier echt handeln, ne? Das ist echt cool. Aber das kostet auch was, wenn man handeln will. Wie viel Geld habe ich denn noch? Eins oder was? Ach, fünf, okay. Okay. Ihr Schiff ist noch nicht zurückgekehrt. Verbleibende Reisezeit 2 Tage. Quest abgeschlossen. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen. Was haben wir denn jetzt? Bisschen Nägel bekommen und so, ne? Kaufe einen Sklaven, kreiere einen Trank, wette auf ein Gladiatorenteam. Ja, gut, das mit dem Gladiatorenteam können wir jetzt schnell machen. Wir gehen so hier. Ich will nichts riskieren. So, die rechts sind immer auf unserer Seite quasi, ne? Die da. Gegen 4 Stück. Für Sparta! Unsere sehen irgendwie nicht so geil aus, Mann, muss ich sagen. Ich hoffe, wir verkacken nicht. Ja, komm, jetzt boxen ihn aber auch. Die lernen sich immer erst kennen, die schnuppern erst dann, also ne, gegenseitig. Oh, sieht gut aus, obwohl es geht. Geil, die messern sich, Mann. Ja, au, au, shit. Einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Was macht der? Der chillt ein bisschen. Okay, 1-1. Ich kann gar keinen unterscheiden gerade.
Oh, shit. Okay, okay. Nur noch einer, nur noch einer. Das ist der Stärke da, ne? Komm, killt den Mann. Boah, der wurde richtig aus dem Leben gefetzt, Alter. Aber wir haben gewonnen, oder? Yes, wir haben gewonnen, Alter. Nice. Da sehe ich mich, Leute. Kreiere einen Trank. Da muss ich mal gucken, wie das geht. Ich glaube, das geht hier. Aber ich würde gerne einen Krafttrank bauen. Sie sollten ihre Krankkraft erhöhen. Okay, ich entscheide mich für einen anderen Trank, Leute, weil der anderen einfach zu teuer sind. Und ich nehme den da. Sie müssen einen Trank auswählen? Habe ich doch gemacht. Habe ich gemacht jetzt? Hey, jetzt habe ich einen Trank, oder was? Oh, wow, okay. Ich dachte, es kommt irgendwie was Krasses. Der Krieger nimmt jetzt den Trank und wird unbesiegbar und richtig krasse Animationen. Aber nee, wir machen einfach nur eine Trankherstellung und das war's, oder was? Ein Tag noch bis zum Turnier, wir gehen schlafen. Okay, wir können hier noch Sklaven kaufen, Leute. Ich habe gerade mal geguckt, die sind alle viel zu teuer, außer die zwei hier. Aber die sind halt dezent scheiße, ne? Aber ich kaufe einfach den da und den da. Ich gönne sogar zwei, Leute. Ich gönne einfach mal zwei. Was soll's? Wir nehmen Gladius Magnus wieder. Turnier starten. Oh, Gladius Magnus, ey, enttäusche uns nicht. Du bist unser stärkster Krieger im Haus, ja? Wenn du stirbst, ist einfach alles verloren, Mann. Bist du Magnus? Ja, ne? Yeah, für das Haus von Luzi! Komm, Mann! Wo ist die Moral, Mann? Rein jetzt da! Alt ist der equipped. Jo, ey, keine Chance, wir haben nichts. Eieiei, da ist schon das erste Glied draußen. Bam! Critical. Box ihn, komm. Mach ihn kalt. Bam, Alter. Magnus. Du bist unser King im Stall, Alter. Wir holen dir noch so eine krasse Rüstung, dass jeder neidisch auf dich sein wird. Yeah, bam, Alter. Geil. Täuben kritisch, wir nehmen B. Das wollte ich eigentlich gar nicht, scheiße. Na egal, besser volles Leben als kein Leben. Oh, das sieht ja krass aus, ey. Haben wir eine Chance gegen den? Ach, Magnus macht das schon. Schön. Nicht so schön. Komm, komm, komm. Nein, komm, bitte nicht, ey. Ja, nicht die Leiche killen. Die ist schon tot. Ah. Eieiei, der ist viel zu gut, der Gegner. Der hätten wir wahrscheinlich mehr Fokus. Ja! Komm, 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 komm. Kill ihn doch endlich. Aber doch nicht blocken, Mann. Töte ihn. Ein Schlag noch. Oh, du bist eine Legende, Mann. Du bist einfach nur legendär. Ja. Okay, oh mein Gott. Die werden ja immer fetter. Oh, jetzt muss eine Combo kommen, sonst war's das. Scheiße. Das war Magnus. Unser bester Kämpfer. Gott. Aber Leute, ich würde sagen, das war mal der erste Einblick zum Game. Ich werde vielleicht noch ein bisschen weitermachen und das hochladen. Mal gucken. Könnt mir gerne eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Endcard erstmal. Alter, ey, was eine Blamage. Tot. Warum ist er tot? So Leute, das war das Wort zum Spiel Ludus. Auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und eigentlich genau mein Ding. Und ich werde gucken, dass ich vielleicht ja noch ein bisschen weiter da in das Spiel mich einarbeite. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen und würde mich dementsprechend über einen Daumen nach oben sehr freuen, Leute. Ihr wisst, es unterstützt den Kanal immer sehr. Und ja, dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Spiel. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend, Leute. Haut rein, ihr Gladiatoren. Macht's gut und ciao.